Liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell, herzlich willkommen zurück zu eurem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel von Zenstern. Ich bin euer astrologischer Lebensberater in Berlin. Bevor ich mit der allgemeinen Monatsprognose beginne, möchte ich dich darauf hinweisen, unseren Kanal zu abonnieren, sodass du keine Videos zukünftig verpassen kannst. Und nun beginne ich mit dem Monatshoroskop. Lieber Krebs, die Sonne steht in Wassermann. Im Februar dürftest du manche Veränderungen akzeptieren und dich danach richten. Damit wirst du Vorteile für dich ziehen, auch wenn das Panorama etwas anderes vermuten lässt. Bis 5. Februar machen Venus und Pluto einen Sextil. In der Liebe könnte ein Ereignis oder eine Handlung ernsthafte Folgen haben. Diese können positiv oder negativ sein. Ich meine, ich kenne nicht dein Geburtshoroskop, aber das könnte im Februar geschehen. Wenn man Single ist, dann wird man sich zutrauen, eine neue und tiefgründige Bindung zu einem Menschen aufzubauen. Berufstätige können ernsthafte Gespräche mit jemandem führen und damit klare Verhältnisse schaffen. Am 9. hast du einen Vollmond in Löwe. Es dürfte dir schwer fallen, mein lieber Krebs, deinen Standpunkt zu vermitteln oder andere zu verstehen. Möglicherweise wirst du aufgrund von unerwarteten Terminen an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können. Achte darauf, dass du flexibel und gelassen bleibst, vor allem wenn du das Gefühl hast, gleichzeitig in verschiedenen Richtungen gezogen zu werden. Am 16. tritt Mars, der Planet der Handlungsfähigkeit, in Steinbock ein. Und das heißt für dich, ein Prozess, der Ende letztes Jahres begonnen hat, könnte entweder bis Mitte März aufgrund großer Anstrengungen zu Ende kommen oder sich ziemlich in die Länge ziehen. Bevor du eine endgültige Entscheidung bezüglich eines Problems triffst, dann solltest du dich in den folgenden Wochen über die damit verbundenen Themen ausführlich informieren. Und am 23. hast du den Neumond in Fische. Durch diesen Mond wirst du über deine Grenzen hinaus wachsen können, wenn du mehr Rücksicht auf deine Intuition schenkst und parallel dazu bereit bist, eine Änderung einzuleiten, die unkonventionell ist. Viele Krebse werden ihre Lebensperspektive durch neue Anreize erweitern können. Und dann am 29. hast du Merkur, Sextil, Uranus. Mit viel Mut und Enthusiasmus wirst du am Monatsende ein persönliches Vorhaben erfolgreich durchführen. Im Bereich der Wohnung und Familie werden sich einige Dinge ändern und somit wirst du bestimmte Dinge regeln können. Das ist natürlich eine gute Sache für dich. Mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Horoskop für Februar 2020. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Meine Webseite lautet www.zensternastrologie.com. Ich wünsche dir viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Video.